vom Land draußen weg in die Großstädte, sieht man München in dem Jahr ungefähr fast 60.000 Einwohner im Speckgürtel zu. Was bedeutet das für die Kinos, wie ich zum Beispiel, der Alexander, Günther heißt er, Günther hat? Also wir haben zum Beispiel 7 Leinwände, ich habe früher 240.000 Besucher gehabt, ich bewege mich im Moment bei 175. Break-even ist 182. Ich stehe vor einer Investition, die 2,5 Millionen ausmacht, beim Umsatz von 2,4 Millionen netto. Die muss ich aber tragen, denn mein Gebäude sieht nicht aus wie ein Medienhaus der Zukunft. Ich habe zwar meine Kinosäle in Schwung, aber auch noch nicht alle, und die Kosten pro Kinosaal sind 3-mal so hoch wie noch vor 5-6 Jahren. Also wenn Sie früher mit 100 ausgekommen sind, sind Sie jetzt bei 300.000. Und dann müssen Sie noch eins sehen, dass der Film alleine, der Kinofilm, so wie er jetzt ist, nicht die Zukunft alleine bedeuten wird. Das heißt, Sie müssen den Ort Kino, wollen Sie als reale Versammlungsstätte gegen diese Individualisierung ankämpfen, müssen Sie die Individuen dazu bringen, ein Gemeinschaftserlebnis haben zu wollen. Das heißt, ich muss investieren in Foyers, in Räume, wo man sich auch erholen kann, wo ich gleichzeitig aber auch Animation habe, sei es Virtual Reality. Es gibt ja tolle Entwicklungen, nur die müssen bei uns stattfinden. Und der zweite Punkt heute, den wir auch noch diskutieren, ist, was ist denn eigentlich mit unserem Film los? Wir haben nicht nur WM und wir haben nicht nur Sommer seit 3,5 Monaten, das ist schon alles gut. Aber wir haben auch ein Produktproblem im Moment. Und das heißt ganz einfach, da werden wir ja diskutieren, es gibt sehr viele Filme, was man gerne argumentiert mit Vielfalt, ja, aber trotzdem geht keiner rein, komisch. Es liegt auch nicht nur an den Serien, ja, die Leute übrigens im Kino auch sehen wollen, was auch ein Punkt ist, wo wir punkten können, sondern es muss schon tiefer gehen, müssen wir die Diskussion führen, warum haben wir denn im Moment nicht den Content? Und Kino war früher die einzige Marke, was den Film angeht. Jetzt haben wir 3 Marken, Netflix und Amazon. Und wenn Netflix den besseren Content hat als wir und die Convenience zu Hause, tue ich mich schon von Haus aus mal schwerer, dagegen anzukämpfen. Also muss die Frage gestattet sein, welchen Content braucht das Kino und wo kommt der her?